Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Ja, Tag 1 nach dem Ryder Cup. So ist jedenfalls für mich die Zeitrechnung jetzt, wenn ich hier vor meinem Computer sitze und die nächste Folge für euch aufnehme. Tag 1, es ist Montag und wir wollen weitermachen bei uns in der Karriere. Das heißt, wir wechseln das Outfit und sehen, dass wir Woche 10 die Korn Ferry Tour Championship vor uns haben. Das große Finale, das letzte Turnier der Korn Ferry Tour. Und dann wollen wir wechseln auf die PGA. Das ist eigentlich schon gemacht oder schon geritzt, denn wir haben die entsprechende Anzahl Turniere gewonnen. Aber ich wollte dennoch einmal das Turnier oder diese Turnierserie einmal durchspielen. Denn jetzt geht es Pebble Beach Golf Links nach Kalifornien und zu einem der bekanntesten und wohl auch zu einem der bekanntesten Löcher oder Par 3s, die es überhaupt so gibt auf der Welt. Nämlich Pebble Beach ist bekannt für sein Par 3, ein relativ kurzes Par 3, aber dass man eben dann auf den Pazifik hinaus spielt. Und das wollen wir auf jeden Fall spielen. Aber dazu müssen wir nochmal schauen in die Career Settings, denn wir spielen jetzt wieder eine volle Runde und zwar über alle vier Bahnen, über alle vier Runden, das heißt also auch mit Cut. Und wir werden das so wieder auch diesmal wieder so handhaben, dass wir die erste Runde mit Front 9, Back 9 spielen, weil wir natürlich auch ein bisschen die Zwischensequenzen sehen wollen, damit wir den Platz kennenlernen. Die Runde 2 und, so Gott will, die Runde 3, wenn wir den Cut geschafft haben, werden wir dann ein bisschen den schnelleren Modus spielen, im Quick Mode sozusagen, ohne die Zwischensequenze, ohne Flyover, und dann geht's ins große Finale, wo wir uns dann wieder richtig schön ein bisschen Zeit lassen, das Ganze dann genießen wollen, wenn's denn klappt, und wir dann wieder Front 9, Back 9 spielen. Also deswegen nehmen wir hier die Changes an. Genau. Und dann schauen wir mal, das müssten wir wo tun? Ja, ich glaube auf dem nächsten Bildschirm. Also, wir behalten die 95 bei, Pairings off, Roundtrip full und... sorry, hatte ich das nicht gerade umgestellt? Naja, okay, dann machen wir mal sicherheitshalber hier auch, weil ich bin jetzt ein bisschen irritiert, weil das in die Contrary Finals damals umgestellt. Und das hat mich letztes Mal schon ein bisschen irritiert, weil dann eben was anderes stand. Okay, jetzt schauen wir mal. Jetzt zeigt er vier Runden an. Okay, gut, dass wir das Ganze nochmal überprüft haben. Wir akzeptieren das Ganze und wollen eben schauen, dass wir für unseren Pro Pass auch noch einige Punkte machen, denn es hat ja eine neue Season begonnen, wir fangen wieder von vorne an und deswegen schauen wir, dass wir einige Runden spielen, um genügend Punkte hier für den Pro Pass und dann eben Gummipunkte auch zu erhalten. Wir schauen ganz kurz in die Settings. Sind wir hier richtig? Visual. Hier müssen wir reinschauen. So, Fastplay ist disabled. Hole Preview Flyover ist enabled. So sollte das Ganze passen. Und wir schauen mal ganz kurz nach dem Wind. 4 bis 7, das passt. Okay, sehr schön. Ich würde sagen, wir starten die Runde Pebble Beach Golf Links. Wir kommen zum Finale. EA Sports and the Korn Ferry Tour are proud to showcase the finest young golfers from around the globe. From scenic Pebble Beach, it's live first round coverage of the season finale, the Korn Ferry Tour Championship. What might we have in store for us over the course of these next 4 days? We've got big names, we've got dark horses, we've got it all as we look at the leaderboard on this Thursday. We've currently got a tie at the top at 5 under par. Meanwhile, our featured golfer looking to get off to a hot start and maybe make an early move up the AM leaderboard. So, sehr schön. Der Caddy gibt uns noch ein paar Tipps. Wir schwingen uns warm. Und das Ganze erinnert mich so ein bisschen an den ersten Abschlag vom Ryder Cup, wenn bei jedem Durchschwung das
Volk, das Publikum, die Zuschauer rufen. Naja, okay. Wir werden noch ein bisschen über den Ryder Cup reden, auf jeden Fall mal so zwischendurch. Es gab ja die ein oder andere interessante Geschichte und ich hoffe, ihr habt den Ryder Cup gesehen und live verfolgt, so wie ich am Sonntag und am Freitag fast komplett und Samstagnachmittags habe ich selbst ein Turnier gespielt. Da konnte ich dann leider nicht mehr schauen, habe das dann alles ein bisschen dann auf dem Smartphone mitverfolgt im Live-Ticker. Aber der Sonntag war natürlich schon sehr, sehr aufregend und es gab natürlich auch neben dem Platz, neben den Bahnen auch einiges Interessantes, was da passiert ist. Aber da kommen wir später noch dazu. Wir sind jetzt also hier an der 1 und ich muss gestehen, ich habe jetzt gerade beim Intro eine Büste gesehen und ich wüsste nicht, wer das ist auf dieser Büste. Ich muss mich ehrlich da ein bisschen dafür schämen. Das muss ich mal recherchieren, habe ich auch nicht ganz genau aufgepasst. Aber ich muss da jetzt ein kleines bisschen passen. Also wenn ihr es wisst, schreibt das auch gerne in die Kommentare. Wir konzentrieren uns auf jeden Fall jetzt hier auf den ersten Abschlag. Ein Par 4 mit 362 Yards. Und hier sollte man natürlich auf jeden Fall den Ball schön hier mit einem Fade reinspielen. Der Wind drückt in unsere Richtung Bunker. Also versuchen wir unser Glück mit dem Fade und gehen noch ein bisschen mehr rüber neben den Bunker. Dann schauen wir mal, was passiert. Ich wünsche uns für die Finals in der Korn Ferry Tour hier in Pebble Beach ein schönes Spiel. Ja, der geht Richtung Bunker. Müsste aber ein bisschen nach rechts kicken. Okay, that's a good one. Ja, da kommt noch ein bisschen runter, sehr gut. To get the tournament underway. Sehr, sehr gut. Der liegt schon mal ganz gut. Just 90 yards remaining here for his second into the par 4. So, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Es geht also, hä? Der zeigt mir vier Fuß hoch. Das sieht doch eigentlich nach bergab aus, oder? Täusche ich mich da jetzt? Bin ich da jetzt gerade ein bisschen schief gewickelt? Das ist doch eigentlich ein Bergabschlag. Okay. Und bergab heißt eigentlich, wir müssten den etwas kürzer spielen. Aber wir haben Finesse. Okay, das heißt wenig Spin. Wenig Spin. Und wir schauen, dass wir definitiv links vom Stock zum Liegen kommen. Dann haben wir einen Bergab-Putt. Und haben natürlich dann auch weniger Stress. Ich bin sowieso mal gespannt, wie wir uns heute dann mal schlagen auf den Grüns. Also die letzten Events war es ja nicht ganz so prickelnd, muss ich sagen. Okay, wir werden sehen, was jetzt dabei rumkommt. Wir schlagen mit dem Wedge aufs Grün. So, ist der lang genug? Der sollte jetzt aber auch nicht spinnen. Jetzt spinnt er doch wieder. Der Schlag sollte eigentlich wenig spinnen. Naja, okay. In Golf, you know, you've heard the term mulligan. You'd love that a do over there, wouldn't you? I mean, that's just, that's very poor from that range. Iona Stephen is at the first green. This for birdie. And this is the sort of putt that's got to be hit with the perfect amount of pace. It's uphill all the way and it's got a little bit of movement in it as well. Ja, ja, das geht die ganze Zeit nach rechts und ein Fuß nach oben. Das sind mindestens vier Kästchen. Und ich bin immer irritiert, wenn ich hier unter seine Achseln schaue. Es ist immer so dunkel da. So, okay. Wir konzentrieren uns auf den Putt. Und wie immer gilt, an den Stock. Ja, das müsste schon ein bisschen mehr sein, denke ich. Ja, er ist zu kurz, deutlich zu kurz. Da hätten wir ein bisschen mehr Gas geben müssen, definitiv. Okay. Auch das geht mit Sicherheit hoch, ja. Berg hoch, leicht über links. Allzu viel Break hat es da nicht und wir putten eigentlich durchs Break. Well done, that is in for a par here at the first. And he'll stay at level par. Frank, interestingly, this hole number two plays as a par four for the U.S. Open. It is a par five. It's absolutely gettable, and players must take advantage. Certainly, Rich. Off that back tee, really, you've got to grab a driver. I know this bunker's left and right,
But the decision is whether that tee shot finishes in the fairway, because if it does, you're going to have a crack at this par 5 and 2. If it doesn't, then you play the layup. So, wichtig ist, dass wir erstmal wieder im Turnier angekommen sind und wir schauen uns die Bahn mal von hier oben an. Es ist 507 Yards, geht aber kontinuierlich bergab. Ein Paar 5, wo man aber, wenn man gut platziert ist, auf jeden Fall mit dem zweiten angreifen kann. Okay. So, ich muss mal gucken. Ich bin mir nämlich gar nicht sicher. 1, 2. Ja, doch, ist klassisch. Klassisch, genau. 4 Paar 5, 4 Paar 3. Das passt. Okay. Wir müssen natürlich schauen, dass wir auf die linke Seite kommen, weil er wird dann definitiv nach rechts runterrollen. Hier zeigt er jetzt auch an, dass es bergab geht. Der Wind wird definitiv dafür sorgen, dass er nach links geht. Okay. Also versuchen wir hier so ein bisschen links von der Mitte. Er müsste dann auf jeden Fall nach rechts springen. Wenn wir im Bunker liegen, haben wir ein Problem und kommen auf jeden Fall nicht mit dem zweiten aufs Grün. Ja, wir werden den schon... Ja, das passt so. Okay. Ja, zieht viel mehr nach links, als ich dachte. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Und das ist genau das, was wir vermeiden wollten. 222. That one looked good for a while, but it's gonna get gobbled up by that bunker. I want to make sure you catch this cleanly. His second to the par 5. Ja, jetzt zeigt er schon wieder berghoch. Kann doch nicht sein. Es geht doch alles bergab hier. Wir werden ein Eisen 5 spielen aus dem Bunker heraus. 86,93. Ein Eisen 4. Hoch angespielt. Direkt auf die Fahne. Dann müsste er doch eigentlich links zum Liegen kommen. Das Ganze spielen wir hoch an. Wie sieht es denn hinten dran aus, wenn der durchrennt? Ja, das ist immer relativ schnell im Aus, ne? Aber wir dürften hier gar nicht die Länge drauf kriegen, weil wir ja aus dem Bunker schlagen. Wir schlagen den auch hoch. Ja, der kommt vorne auf. Okay. Und rollt dann drauf. Das ist okay. Sehr schön, dann haben wir eine Birdie-Chance. Oh Mann, das ist jetzt wieder... Das ist wieder so eine Situation, wo man eigentlich fast chippen sollte. Ich muss ehrlich sagen, also hier über diese Welle hier rüber putten, das macht ja gar keinen Sinn. Wir können nur pitchen oder chip und putten. Ja, eigentlich sollten wir ja echt versuchen, hier drüber zu kommen. Ich bin da jetzt mal ganz frech. Okay, wir schauen nochmal. Was hatten wir da jetzt? Es geht ja auch berghoch da hinten, oder? Wenn ich das richtig sehe. Okay, da wird relativ schnell bremsen. 16, dann gehen wir auf... Ja, wir müssen über die Welle hier drüber kommen. 11. Okay. Und er wird auf jeden Fall nach links gehen. Ja, bremst schön ab. Ich weiß, es gibt Ärger mit dem Greenkeeper, aber als Profi dürfen wir das. Ganz sachte, einfach nur übers Gras gestreichelt. So, jetzt schauen wir mal, dass wir hier auch das Birdie spielen. Oder ob er uns gleich wieder nach links abhaut. Dankeschön. Yeah, well done. It's a birdie here at the second. So, Ziel muss es natürlich wieder sein, sich in Position zu bringen für den zweiten Tag. It certainly is. You have to know how far you carry it, because if you take a line at that sort of third bunker there on the right side,
on a direct line at the left edge of that. It's about 250 yards to get to the sort of start of the fairway. From there, you're only have 100 yards in. So just find your point, your aiming point. Ja, das ist halt, der Wind arbeitet genau immer gegen uns. Der Wind arbeitet gegen uns. So, er hat uns ein Holz in die Hand gegeben. Hallo, so, Drive. Jetzt, so sehen wir es besser. Jetzt sind wir hier völlig durcheinander. Wir machen auf jeden Fall den Raw. Okay. Wir schauen nochmal, dass wir hier um die Dinger hier rumkommen. Nee, so. So müsste es reichen. Was bietet er eigentlich an? Ein Hybrid bietet er uns an. Her? Ein Hybrid? Oder habe ich das jetzt verstanden? Hä? Ah ja, okay. Das Holz nehmen wir natürlich. So müsste es doch funktionieren. So, der wird sofort nach links springen. Also viel Meter macht er nicht mehr. So, jetzt sieht man es auch ganz schön. Und zwar hier auf der rechten Seite. A 117 left to the hole, coming off a birdie at the previous hole, looking to go back to back. So, jetzt zeigt er an, dass es ein bisschen bergab geht. Das heißt, bergab etwas kürzer. So, hier rechts sieht man es mit dem roten Kopf, dieser Holzpflock, der auf der rechten Seite im Fairway steckt. Das ist die 100-Meter-Markierung, beziehungsweise in dem Fall die 100-Yards-Markierung. Also die sind hier mächtig. Anderswo macht man das mit normalen, ich sag mal, Stangen. Und hier wird also so richtige Teile hier reingesteckt, so Holzteile. So, schön, dass sie das, diese Details auch hier einfließen lassen. 54er Wedge Approach. Das heißt, dann wird der aber richtig spinnen eigentlich, oder? Der müsste doch eigentlich richtig spinnen. Und wir haben eigentlich Gegenwind. So, ich will diesmal nicht wieder zu kurz sein. This is a good looking gap wedge. Ja, aber jetzt bleibt auch liegen. Nice, okay, shot. Jetzt bleibt er liegen. Really nothing wrong with that approach shot. Just a little shy of where you'd like to finish up, but still one good putt, maybe a birdie. Okay, das ist eben. Da haben wir kaum Break. Ein bisschen nach links. Ein bisschen mehr. Dann sollten wir den doch versenkt kriegen, oder? He's looking good early. That's birdies at 2 and 3. So, minus 90 hier auf der Scorekarte, beziehungsweise auf dem Leaderboard. And the Pacific Ocean, there it is. And this begins that beautiful 7-hole stretch along the ocean. Short par 4, 4th hole. And this is also where some of these decisions become quite critical. Do you try and drive this green 330 yards to the front? Or do you worry about that little pot bunker on that left side, which is about 250 yards to get over it? Because that's what narrows this fairway down. But it plays uphill. Ja, ich schaue hier nochmal hier ins Birdie-Buch. Und zwar, man sieht hier wirklich, dass der Abschlag der nächsten Bahn direkt neben dem Grün ist. Also das sind alles sehr, sehr kurze Wege im Prinzip. Und jetzt, wie Sie schon gesagt haben, beginnt praktisch die Phase, wo wir hier jetzt direkt an der Küste entlang spielen am Pazifik. Ein kurzes Par 4, 335 Yards. Da müsste man die Frage sich stellen, müssen wir eigentlich da wirklich reinhauen mit dem Driver, bevor wir hier da hinten in irgendeinen Bunker rennen? Genau. Nothing to fault there. Safely in the fairway. Das ist sowieso dann wieder mit einem Wedge 60er. Okay, 9 Fuß hoch. Aber wir haben Gegenwind. Und vorhin war er aber doch wieder zu kurz.
und hatte Spin. So. Ja, der spinnt jetzt auch wieder weg. That's a bit of a head turner, really. That was a green light situation from that distance and far from the best shot I've seen today. So, das geht hier wieder ganz schön berghoch, 8 Inches. Das heißt auf jeden Fall 4 Kästchen. Vorhin waren wir nämlich deutlich zu kurz, obwohl es ja ein Fuß und wir auch 4 Kästchen gemacht haben. So, wir wollen diesmal auf jeden Fall zum Loch kommen. Es ist nicht viel Break eigentlich. Es ist diesmal nicht so viel Break. Vorhin war er eigentlich gut unterwegs Richtung Loch, wenn er ein bisschen schneller gewesen wäre. Das war eine größere Entfernung, deutlich mehr Break. Eigentlich müsste das doch langen. Der müsste doch gar nicht so viel rüberlaufen bei dem Tempo, was wir hier vorlegen. Oh yes, plenty of pace to get up that slope. It is in for a birdie. So, jetzt ist nur noch minus 7. First par 3 of the round, and Frank, I'm reminded of the great history that Jack Nicklaus has here at Pebble Beach, and that goes well beyond what he did as a player. Well, that's for sure, and we know his playing credentials, but he won the second of his two U.S. amateurs here in 1961. Actually said that was the best he ever hit the golf ball, but His legacy really as a designer, you see right here in front of you. I never got to play the old fifth hole, which is further left, but this is an absolute beast. It plays around 190 yards, very narrow green, and that is a cliff on the right, believe me. So, wir sehen sie auf dem Leaderboard. Mit 3 unter sind wir auf jeden Fall unter den Top 10. Und der Führende hat minus 7. Die 67 ist im Clubhaus. Okay. Also, wenn wir hier vernünftig weiterspielen, wenn wir hier vernünftig weiterspielen, dann können wir definitiv hier um den Sieg mitspielen, denke ich mir. Das wäre natürlich schon ein Highlight, so wie eben Victor Hovland hier nicht nur das Turnier, sondern auch eben die Tour, beziehungsweise andersrum, nicht nur die Tour, die haben wir ja eigentlich schon gewonnen, denn wir haben so viel Abstand, was die Punkte angeht, aber natürlich auch das Turnier zu gewinnen. So, die 581. Das Interessante ist hier eigentlich eher am Anfang dieser Graben, beziehungsweise hier dieser Wasserlauf, ne? Wo man hier rüber spielt. Aber wir müssen über links kommen, dann springt er nach rechts. Es geht ein bisschen bergab, Eisen 7. Ja, man muss aufpassen, ne? Da hinten ist ein Plateau, ansonsten rollt er uns ein bisschen runter. Wir haben etwas Gegenwind. Naja, wir spielen den etwas kürzer. Über links. Ach, der Wind kommt so. Okay, dann werden wir den versuchen, mit einem Fade da reinzubekommen. Okay, die Kurve nimmt er an. Er geht direkt zum Stock. Aber der wird hoffentlich noch ein wenig rein. Ah, bleibt im Fringe liegen. Sofort liegen. Rare missed green there, at least as far as this round is concerned, as that'll come up short off the tee. Now, okay. Stepping up to the putting surface for this, his second shot. So, 8. Ja, ich komme gar nicht mal hin. 6. Okay. Dann versuchen wir den doch jetzt einzuchippen. Wäre mal was anderes. Ah, springt rechts. Springt links vorbei. Ja, 11 Fuß für den Rückpatt. I'd say, but he's left himself at least a chance at a par, Frank. So. Come on, Rich. Ja. I mean, you're being too kind there. That's not ideal. So, okay. Das ist jetzt so ähnlich wie drüben. Ein kleines bisschen mehr Break. Level. Ja, der rollt gerade. Ja, so viel Break kann der gar nicht annehmen auf die Strecke. Oh, that'll
bring a wry smile. A very good putt there to save his par. And he'll stay at minus three. Frank, here we are. Another good scoring opportunity, the dramatic par 5-6. It's easy to have that view of Stillwater Cove on the right, but that, needless to say, is not the place to go. Those five bunkers down the left really determine your strategy off the tee. Plus, you're playing from elevation, nearly 20 yards extra off the tee. So that run out at 360 at the end of the fairway, believe me, that's in play. Ja, jetzt will ich mal zwei, drei Worte verlieren, natürlich zum Ryder Cup. Das war ja wieder eine ganz interessante Geschichte. Und weil auch in den Kommentaren mal drin stand, dass es doch ganz, ganz gut aussieht. Und ja, aber man weiß eben, es ist Matchplay. Matchplay kann immer ruckzuck die Situation sich ändern, wenn man schon mal ein Matchplay gespielt hat. Da hat man einen guten Abschlag, liegt Mitte Fairway, der Kollege liegt im Bunker und du denkst dir, ja, da kommt er ja kaum raus, hohe Bunkerkante. Und du musst ihn nur aufs Grün bringen und das kriegst du auch hin. Und dann macht er einen Zauberschlag aus dem Bunker heraus. Ich meine, da war in den Einzelnen dieser eine Schlag von John Rahm, wo er wirklich ja im Gemüse lag und haut das Ding doch tatsächlich dann auf das Grün und sogar noch zwischen den gegnerischen Ball und den Stock. Also da muss man immer sagen, bei Matchplay muss man immer vorsichtig sein, da kann sich viel tun, da kann sich viel wechseln oder hin und her wechseln. Und man muss schon sagen, dass natürlich die Europäer extrem gut am Freitag aus den Stadtlöchern gekommen sind mit 4-0 gleich am Vormittag. Das war natürlich schon eine Bank und die hat man auch eben gebraucht und das war ganz, ganz wichtig. Und man sieht es halt immer wieder aufs Neue, dass halt die Europäer so dieses Stückchen mehr die Teamplayer sind und dann halt in den Einzelnen, das ist halt immer der Punkt, wo die Amerikaner, die US-Jungs dann halt wirklich punkten normalerweise. Und wir haben es ja dann auch am Sonntag gesehen, dass es doch ein Stück weit eng wurde und eben nicht vorne schon entschieden wurde, sondern wir tatsächlich die letzten zwei Flights, die letzten drei Flights, auf dies kam es dann doch tatsächlich an hier, auf Shane Lowry und auf Fleetwood und McQuire, so glaube ich. Und das war dann schon interessant, dass es dann tatsächlich in Anführungszeichen dann das Match Nummer 11 es entschieden hat, ja. Es ist dann am Schluss nicht ganz so knapp gewesen, wie es sich dann vielleicht so angezeigt hat. Ich glaube, 16,5 war es ja dann. Aber es hätte sich auch wirklich anders darstellen können, wenn eben der ein oder andere hier dann doch, ich sage mal, performt hätte. Natürlich war ganz klar der Punkt, dass Ricky Fowler an der 16 den Ball ins Wasser gehauen hat. Das war natürlich schon eine Vorentscheidung, denn dieses Loch musste einfach Fleetwood nur gewinnen, um dann sicher zu sein, dass er mit zwei auf natürlich auf die letzten zwei Löcher geht und dann eben, dass dieses Match nicht mehr verlieren konnte. Und es stand ja bereits 14 Punkte für Europa. Und dadurch war es eigentlich sicher, dass definitiv das Match oder dieses Turnier, dieser Ryder Cup, nicht mehr verloren werden, beziehungsweise der gewonnen wurde. Nicht mehr verloren ist ja eigentlich falsch, weil die Amerikaner waren ja die Titelverteidiger. Aber dass eben dann Europa gewonnen hat, das war eigentlich so diese Schlüsselszene an der 16. Und man muss auch wirklich zu dem Platz sagen, diese Drivable Par 4s, die haben es dann halt schon in sich gehabt, wie auch die 5, wo ja am ersten, am Einspieltag tatsächlich der Hovland ein Hole-in-One oder an einem Par 4 mit dem ersten drinnen ist dann praktisch 3 unter auch ein Albatros gespielt hat. Also das war dann schon, ja, und dann hat er dann auch irgendwann nochmal an dem Ding den Ball vorbeirollen lassen, hätte beinahe nochmal ein Hole-in-One gespielt an der 5. Also das waren natürlich dann schon interessante Bahnen, so richtige, ja, ich sag mal, Hope Forget oder wie man das nennen will, also Risk and, also wirklich interessante Bahnen, wo alles passieren kann, wo man ruckzuck was verlieren kann. Aber der Vorteil ist halt immer bei Matchplay, das Ergebnis als solches ist nicht wichtig, sondern man muss immer nur das Loch oder zumindest, wenn man in Führung liegt, teilt und nach je weiter es nach hinten halt rausgeht, desto knapper oder desto enger wird es natürlich für den Gegner. Also das wollte ich mal ganz kurz so zwischendurch erzählt haben, wie sich hier für mich so ein bisschen der Ryder Cup dargestellt hat. So, diese Bahn hier ist eine ganz besondere auch hier in Pebble Beach, weil der zweite Schlag geht hier unheimlich nach oben und man sieht auch die Fahne nicht. Deswegen muss man sich ja auch gut in Position bringen. Wir haben jetzt hier natürlich Gegenwind und müssen aber schauen, dass wir auf jeden Fall ordentlich auf dem Fairway liegen, damit wir den Ball auch wirklich nach oben buxieren können. So, ich denke, das sollte passen. This is turning a little to his left.
Weil der wird nach rechts springen, genau. Und jetzt haben wir noch 199 Yards, aber berghoch. Das heißt, das spielt sich eher dann wie 210. Okay. 200 Yards away from a good lie in the fairway. Natürlich müssen wir den reinkatten und zwar als Fade. Und der wird natürlich flach reinkommen und rollen. Okay. Als Fade. Mitte grün als Fade. Und hoch anspielen. Dennoch versuchen hoch anzuspielen. Ah, zu weit, zu weit. Okay. Aber er liegt mit dem Bunker. Kurz gesteckte Fahne. Ja, ist ja ein Paar 5. Also das heißt, um hier noch das Paar zu spielen, müssen wir eigentlich nur aufs Grün kommen. So, wir spielen wieder meinen berühmten Midfield Spin. Okay, die Frage ist etwas erhöht. Also ein bisschen hintern Stock, oder? So, sehr schön. Ja, da sollten wir doch das Birdie spielen können. Ja, richtig, da hätten wir beinahe noch das Eagle gespielt. So, es geht bergab. Ein bisschen über links. Okay, well done there. It's a birdie here at the sixth. And he'll move to within three of the lead at four under par. So, wir sind weiterhin auf der ersten Seite des Leaderboards. Steal your breath. Starters gate at the Kentucky Derby, home plate at Fenway Park, maybe top up the hill if you ski at Kitzbühel. 7th tee at Pebble Beach absolutely is one of those special places. Just over 100 yards, Rich. It's the ultimate, I don't know, piece of cake. That's what it looks like, but then you try and taste it, and you want a little more, and then you realize that you've just bitten off more than you can chew. So, das ist ja also die berühmte 7, ein kurzes Paar, 309 Yard, aber es ist natürlich das Signature Hole von Pebble Beach. Ja, man sieht es einfach wunderschön, wunderbar und natürlich windanfällig, ist natürlich ganz klar, ne? So, das heißt, wir müssen uns jetzt Gedanken machen, es geht 23 Fuß nach unten, das heißt normalerweise ein Schläger weniger. Ja, aber wir haben auch noch Gegenwind. 54er Finesse. Okay. Eigentlich sollte Ziel sein Mitte grün und gut ist. Ja, doch ein bisschen weit weg, ne? Naja. Er guckt so, wie ich mich gerade fühle. Wir müssen pitchen. 12, 8. Die Grüns sind schnell. Die Grüns sind hier schon schnell. Ein bisschen höher anspielen. Na also. Da denke ich soll... Oh, der rollt aber schon noch ganz schön aus. Da sollten wir zumindest das Paar spielen. Da sollten wir dranbleiben. Also es geht ein bisschen berghoch. Über rechts. Oh ja, da ist schon Break. Da ist schon Break. Jetzt habe ich doch ein bisschen gezittert. And he'll remain at 400. Ja,
Now to one of the most picturesque par fours in the world, the eighth hole here at Pebble Beach. Jack Nicklaus, who won the U.S. Open here, called it simply the greatest second shot to a par four anywhere in the world. So, da jetzt einige Male schon Jack Nicklaus hier zitiert wurde, kann es vielleicht sein, dass die Büste Jack Nicklaus ist? Wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare. So, auch hier ist ganz, ganz entscheidend. Wir müssen natürlich den Ball gut hier aufs Fairway bringen, hier oben auf das Plateau, damit wir eine gute Lage haben, um den Ball nach vorne zu schlagen. Aufs Grün, weil das ist schon eine ordentliche Strecke dann noch. Und die Frage ist, passt das so mit dem Hybrid? Es geht ja berghoch, deutlich berghoch. Aber wir werden den noch ein bisschen gegen den Wind faden. Ja, okay, da brennt nichts an. Da haben wir jetzt noch 183 zum Loch und es geht ein bisschen bergab. From the fairway, we check in with Noda. Beautiful tee shot. Great position looking at this green, and there are no easy options here. You got bunkers up the left, bunkers on the right. You have balls that are going to find their way into the penalty area. Requires precision execution. So, wir sehen es, dass es natürlich auch wieder ein Plateau gibt, wo die Fahne steckt, und dahinter geht's runter und davor geht's runter. Also man muss wirklich schauen, dass man den Ball hier drauf bekommt. Sonst rollt er uns runter. Also 11 Fuß down. Das heißt normalerweise ein Schläger weniger. So, Pi mal Daumen. Auf der anderen Seite drückt uns der Wind den Ball dort ein bisschen hin. Kommt noch ein bisschen zurück. Sehr schön. Also was mich da besonders beeindruckt hat, natürlich beim Ryder Cup, man hat es häufig gesehen, das waren diese, eben diese Spinner. Also diese Annäherung, wenn sie als so 30, 40 Meter weg lagen vom Grün und schießen die Bälle flach hoch aufs Grün und man denkt, der muss doch tatsächlich über die Fahne hinweg schießen und dann kommt er einmal auf und beim zweiten Mal bremst der und bleibt praktisch sofort auf dem Grün liegen und das teilweise halt direkt neben dem Stock. Also das finde ich, das sind diese Schläge, die absolut beeindruckend sind für mich, tatsächlich diese Bälle zu schlagen. Man hat eben auch ein paar Mal gesehen, dass sie dass die Jungs keinen Spin auf den Ball bekommen haben und dann ist genau das passiert, dass die Bälle dann tatsächlich hier 30 oder ja 20 Meter, ja 15, 20 Meter einfach dann durchgerollt sind, weil eben der Ball nicht gebremst hat, kein Spin drauf war und dann ist er eben durchgerollt. Aber dieses Gefühl, diese Präzision, den Ball so fliegen zu lassen, dass man genau weiß, da wo das zweite Mal aufdotzt, da wird er dann bremsen, dann nur noch einen Meter machen und bleibt liegen. Also das ist schon ganz, ganz großes Kino, finde ich. So, wir müssen jetzt schauen, dass wir hier ein bisschen großes Kino spielen, denn es geht deutlich bergab. Deutlich bergab. Und mit den Bergabs tue ich mich immer ein bisschen schwer vom Feeling. Minus 5. Ist mindestens ein Kästchen, aber ich habe da immer das Gefühl, dass er auf jeden Fall mehr rollt. Und wir müssen echt schauen, der rollt dann ziemlich durch, ne? Naja, und das ist ein ziemliches Break. Und weil er so langsam ist, wird er das Break unheimlich annehmen. Das heißt, er wird wieder sofort rechts vom Schläger weggehen. Ja, sogar noch mehr. Der war gut, würde ich sagen. Der war richtig gut. Denn jetzt haben wir einen Tap-In. Okay, that mean four par here at the eighth.
And he'll stay right where he is. Ja, das war ein Tap-In, das war schon okay, ein guter Putt. Und wir gehen auf die letzte Bahn für die Front 9. 2019 US Open number 9 was the hardest hole on the golf course. Frank, give yourself certainly a good crack at 4 by hitting the fairway. And that's all you wanted to do in 2019. It's fine to say all too, but having to hit the left side of this fairway just to keep it in play, and then once again hit into, I know we say this a lot here, but a very narrow green and a very small green, but this time with a long club. So, hier ist natürlich die Gefahr, dass der Ball hier unheimlich hier runterrollen wird. Und den natürlich hier zu kontrollieren, wo der hinrollt, das ist natürlich das Thema. Zu weit links ist dafür, deswegen sind dort die Bunker logischerweise. Und zu weit rechts laufen wir Gefahr, dass er uns runterrollt. Im Normalfall nicht, wenn er einfach nur rollt, geht es, dann wird er da unten rechts aufgefangen. Also werden wir den da in den Hang spielen. Der Wind hilft uns dabei. Dann müsste der eigentlich hier so richtig runterrennen zur 150. Das müsste doch so passen. Ja, so viel Kurve macht er jetzt nicht. Aber der ist auf keinen Fall verkehrt. Da kann nichts groß passieren. Ja, so viel rollt er auch gar nicht. So, jetzt werden wir natürlich ganz schön über dem Ball stehen für die Annäherung. From a bit of a downslope here, his second to the par 4. So, wir nehmen wieder ein Eisen 7, werden ziemlich weit links anhalten, weil der Ball wird definitiv nach rechts gehen. Denn wir stehen über dem Ball, also so sollte es eigentlich sein. Und wenn wir hier rechts in den Hang kommen, springt er sowieso nach rechts. Sind wir zu kurz, dann wird er auch nach rechts laufen. Also sind wir auf der auf der linken Seite sind wir definitiv natürlich sicherer als auf der rechten, wo er uns dann abhauen kann. Okay, es geht bergab. Wir haben etwas Gegenwind. Ich würde es so versuchen wollen. Yep. Ja, der fliegt genau dahin. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, würde ich sagen. Outstanding strike right there, right off the center of the club face, and a good chance for birdie. This would be a good way to finish off the front side. So, es geht berghoch. Es geht berghoch. 2 inches. Linke Lochkante wird nicht reichen. Müssen wir schon ein bisschen mehr machen auf diese kürzere Distanz. Aber der müsste auf jeden Fall brechen. Ah! Oh, right by the hole. The longer putts, you don't mind as much. The short ones, they tend to sting. Okay, that's in for his par here at the ninth. And that will be a sizzling 31 on the front side, 4 under par. Start of the inward half and another big and bold par 4, Frank, with the ocean yet again running the entire length of that right side. Yeah, you call it the ocean, I call it the world's largest water hazard, but looking in on the other side of the fairway and you'll see those 3 bunkers, needless to say, they have to be avoided. But you do actually have to hit your tee shot just inside those because, once again, you've got a fairway that tilts left to right. So, wir spielen natürlich Front 9, Back 9, das ist die 10, das ist der Beginn der Back 9 und ich bin der Meinung, das müsste auch die letzte Bahn hier an der Küste am Strand entlang sein. Danach geht's dann wieder ins Landesinnere. Das soll es erstmal gewesen sein. Wir gucken nochmal ganz kurz auf die Scorekarte, wir können zufrieden sein, mal wieder eine Bogey-Free, zumindest mal die ersten 9 Bahnen, 4 Birdies und wir hatten an der 8 und 9 auch gute Chancen, das Birdie zu spielen. Wir haben da ordentlich geputtet, ein bisschen einfach nur zu wenig Gas gegeben. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie wir die zweiten 9 spielen. Auf dem Leaderboard sieht es so aus, dass wir im Moment geteilter Dritter sind. 3 Schläge hinter dem Führenden, der im Clubhaus ist, mit einer 65. Das heißt, ich denke, wir werden auf jeden Fall ins Wochenende kommen. Den Cut sollten wir schaffen. So, aber jetzt heißt es erstmal die Back 9 spielen.
Das werdet ihr aber in dem nächsten Video sehen. Ich bedanke mich also recht herzlich bei euch für das Zusehen und hoffe, dass ihr wieder das ein oder andere für euer Spiel mitgenommen habt. Wir sehen uns auf den Back 9 und dann reden wir natürlich auch noch mal ein bisschen über den Ryder Cup. So, ich sag vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch ein schönes Spiel.